So Leute, willkommen zurück zu dem Bob. Wollen gucken, was diese Aufgabe hier bringt. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Blob. Sie haben den Countdown gestartet. Nimm diesen Zeitsprung und geh über das Wasser zu Genosse Schwarzraumschiff. Was? Hä? Das ist keine richtige Aufgabe. Okay. Also, wir sind hier im letzten Gebiet. Und sollen jetzt gucken, dass wir zum Raumschiff kommen. Ich weiß aber nicht, was das Raumschiff ist. Oder wo wir genau hin müssen. Ah, müssen wir da runter? Okay. Sieht auf jeden Fall richtig aus. Und da ist der Baum. Das ist der letzte Baum. Den müssen wir noch machen. Den will ich auf keinen Fall hier entgehen lassen. Sehe ich nur gerade. Weil das wäre fatal. Das wäre richtig fatal, wenn wir den hier einfach lassen würden. Nö, nö. Da düsen wir einmal durchs Wasser. Und haben da sogar... Oh! Oh! Warum nicht? Ich mach's mir einfach. Ja, warum schwer machen? Ich meine, das ist einfacher als der ganze Rest. So, Bäume abgehakt. So, und jetzt geht's hier hoch. Wo müssen wir bloß hin? Das ist die Frage. Nein, ich will doch nicht den hier. Ich will den hier. Mein Gott, das ist so schwer, es zu verstehen, dass man nur den Sprung hier haben möchte. So. Okay. So ein bisschen Angst habe ich schon. Ich weiß auch nicht, was die dunklen Punkte unten sind. Wir haben 50% eingefärbt. So, und ab zum Raumschiff? Fragezeichen. Oh. Ja, wir wurden entdeckt. Oder das Raumschiff hebt ab. Wow. Genosse Schwarz, Raumschiff hebt ab. Ich heb ab. Ich heb ab. Ich heb ab, ab, ab. Oh Mann. Du hast es an Bord geschafft, Flop. Und was noch? So. Ja, ja, hier geht die Party ab. Warte mal. Neue Aufgaben. Fortschritt. Wahrzeichen. Nö, keine Aufgaben mehr. Was soll ich denn hier? Soll ich das Schiff noch einfärben? Okay. Wir misshandeln es mit unseren Farben. Hier. Gelbe Torpedos braucht das Land. Vor allem ist hier einfach... Vor allem ist hier ziemlich viel gelb. Und der... Das ist mein epischer Hintergrund. Einfach so ein Bild an die Wand geklatscht. Und ja. Herzlichen Glückwunsch. Das ist sein Hintergrund. So, ich hoffe, gleich kommt so ein epischer Bosskampf. Ich weiß es gerade selber nicht mehr. Ich glaube, es kam einer, ne? Es kann auch sein, dass es ja aus dem zweiten Teil war. Man kann sich ja immer irren. So. Alter, ihr werdet mir langsam ein bisschen viel. So. War es das hier so? Sieht so aus. Ne, hier. Wow. Wir haben fast ein ganzes Gebiet vergessen. So. Und dann geht's da hinten wohl weiter. Also hier hinten. Das Raumschiff hat einen schönen Effekt. Aber wenn wir runterfallen, machen wir, glaube ich, plopp und dann sind wir tot. Deswegen will ich auch riskieren. Gucken, ob man das anmalen kann. Ihr ekelhaften Schweine. Sowas. Sowas gibt man nicht zum Einfärben. Nein, definitiv nicht. Egal. Mit etwas Glück, ne? Ich meine, wir malen hier gerade ziemlich viel an, ne? Also wenn wir an das andere Gebiet denken, ist das schon ziemlich viel, was sie anmalen. Ey, das ist echt viel. Ich will mal kurz auf Fortschritt gucken. Tatsache, das ist echt viel. Das geht gut voran. So, ich frage mich nur gerade, was der Sinn hinter diesem Schiff jetzt ist, wenn da keine Aufgaben drauf sind. Aber vielleicht kann ich auch einfach nur selber hier so... So, wow, das war hoch. So ein Freeplay-Level ist das vielleicht. Du weißt es ja. Es gibt ja allerlei so welche tollen Level eigentlich. So. Oh je. Ich muss mal zurück. Ich muss nochmal zurück. Aber erst... Woo!
Das muss ich mir auf der anderen Seite auch noch machen. Gott, das war ein bisschen risky. Ah, das war der Risky. So. Das Level sieht auf jeden Fall ziemlich groß aus. Ich glaube, wir müssen einfach nur zugucken, dass wir schwarz kommen. Mehr ist gar nicht mehr hier verlangt. Und dann fragen wir ihn, was hat er überhaupt vor? Warum ist er so böse? Hat er ja nie Freunde? Ist er so wie ich? Dann müssten wir beste Freunde sein. Ich hatte mich auch nie Freunde, wisst ihr? Also, vor YouTube hatte ich nie wirklich Freunde. Nur einen, aber der hat irgendwann den Kontakt abgebrochen. Der Kontakt hat sich selber abgebrochen, keine Ahnung, wie man es nennen kann. Wir haben uns auf jeden Fall lange nicht mehr gehört und dann war Ende irgendwie. Also, ja. Ist schon ziemlich komisch. So. In den Silos werden die Farben gelagert, die uns gestohlen wurden. Färbe sie gelb, rot und orange. Oder nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber okay. Um sie unschädlich zu machen. Dann ist da das Tor. Da ist das Tor, okay. Okay, da ist es. Sie haben hier auf dem. WTF. So, das erste Silo. Bam, 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 bam. Fallen die jetzt einfach nur runter? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall kommt hier ziemlich viel Farbe und irgendjemand hat auf uns geschossen. Wer bloß? Da oben. Ich sehe dich. So. Nicht mit uns. Oh doch. Doch mit uns. Doch mit uns. Doch mit uns. Weg, 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 weg. Was? Was war das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas hat mich da hochgeschleudert. Ach, vielleicht dieser Ventilator. Ich dachte, der zieht mich nur ein bisschen hoch. Und? Ah. Ich habe auf jeden Fall nicht meine Antwort bekommen. Oh mein Gott. Ich habe da, glaube ich, was vergessen anzumalen. Da? Kann man das hier an der Seite anmalen? Ja, kann man. Kann man noch was anmalen? Nein, kann man nicht. Die Seite anmalen? Ah, kann man schon, aber ist unwichtig. Ich sehe dich. So. Die nächsten drei Silos gehen runter. Und da kriegen wir sogar eine Farbpalette für, aber die ist uninteressant. So. Warum sind hier keine Gegner? Ist das ein Hinterhalt? Das ist auf jeden Fall ein Zeichen, das brauchen wir. So. Wir sollten vorsichtig sein. Ich glaube, da ist sonst der Tod. Ich will es auf jeden Fall nicht riskieren. Es fehlt ja echt nicht mehr viel, ne? Wir haben es fast geschafft. Und ich bin glücklich, dass wir es fast geschafft haben. Ja, Mann, das ist noch ein Zeichen. Oh Gott. Wieder so ein riskanter Sprung. Komm runter, komm runter, kommt. Sei ein feiner Blob. Danke. Ich finde es aber cool, dass man auch das ganze Schiff anmalen kann. Das wird uns voll keinen Sinn ergeben. Ich meine, immerhin sind wir die Revolution, ne? Und irgendwie sind meine Kumpanen da mitgekommen. Und ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber sie müssen Magic-Kräfte haben. Sonst kann ich mir gar nicht anders vorstellen. So. Was erwartet mich denn hier? Türme, das ist nichts Neues. Vier Gegner. Weil ich schon zwei ausgelöscht habe. So. Das war bisher alles recht angenehm. Also, ganz normales Empfangskomitee sieht anders aus. Also für einen Schurken. Ja doch, das war viel zu einfach, muss ich zugeben. Aber vielleicht kommt das Böse jetzt auch noch. Man weiß es ja nicht. Aber wir haben schon unglaublich, wie viel haben wir angemalt? 66%. Indem wir einfach mal hier durchlaufen, das ist echt viel. So, Tor geöffnet. Weiter mit 90.000 Punkten, die wir glaube ich schon lange haben. Alter, wir haben schon das Doppelte. So. Ich habe gerade irgendwas im Hintergrund gehört, ich weiß noch nicht was gerade. Ich hoffe, es war jetzt nichts Schlimmes, weil es klang so, also es kam nur so viel durch, als wenn es so ein Elefant da wäre. Also klingt jetzt zwar dämlich, aber ich höre halt nicht viel, weil ich habe ja die Kopfhörer auf. Und da höre ich erst recht nicht viel.
So. Rot und gelb. Sehr schön. Denn hier sind orangene Gegner. Und auf einmal sind da... Sind das braune Gegner? Ich kann die Farbe nicht unterscheiden. Das ist echt ekelhaft geworden. Das sind wieder gelbe Gegner. So, und was haben wir jetzt hier vor uns? Die nächsten drei Silos. Arbeite dich voran und mach die anderen drei Farbsilos unschädlich. Und dann geht es... Alter, was ist hier? Was zur Hölle? Sabotiere die Maschinen, wenn du kannst, blobst. Blobst. Auf jeden Fall ein ganz ekelhaftes Gebiet. Was? So. Wir sollten dann natürlich nebenbei auch alles einfärben. Denn, ja. Das fehlt ja sonst nebenbei noch. Ich meine, es ist eh jetzt hier nicht mehr so ein Level, da kann ich nicht alles einfärben. Wenn ich irgendwas auf einem anderen Gebiet vergessen habe, dann, ja. Scheiße, ne? Ist das Problem, das gab es auch schon im letzten Level. Da waren auch, das könnte man sagen, das waren zwei Gebiete eingeteilt. Und das Spiel hat sich einfach mal gedacht, komm, wenn du da einmal durch bist, dann hast du verkackt und ja. Fand ich auf jeden Fall nicht lustig. So, deswegen hoffe ich natürlich, dass ich im alten Gebiet alles habe. Ich habe ja deswegen auch gesagt, dass ich die 100% auf jeden Fall nicht mal ganz 100%ig mache. Halt wegen diesem einen Level. Ich hab's ja auch aus dem Titel. Ihr seht ja auch im Titel. Da steht ja auch nicht mehr 100%. Ich mache nur das, alles, was ich halt noch so machen kann. Aber ich finde es echt unfair, dass das Spiel einfach mal gesagt hat, nein. So. Es gibt die Raketen auch 100 Punkte? Oh Gott. Ich habe die oben einfach da gelassen, ne? Ich habe die jetzt ignoriert gehabt, weil die waren vorhin keine 100 Punkte wert. Oh je. Einfach mal die Hälfte der Raketen da gelassen. Dann geht's nochmal zurück. Macht nichts, wir haben Zeit. Ich will das mit dem 31. Part hier beenden und das war's dann. So, da sind noch ein paar. Oder zählen das wieder als 10er? Ne, das sind auch 100er. So, hier ist nichts mehr. Hier sind noch Raketen. Geben die echt 100 Punkte? Wir geben hier auf einmal 100 Punkte. Unten gaben die von immer nur 10 Punkte. Jetzt muss ich leider Gottes nochmal nachgucken, ob es wirklich nur 10 Punkte sind. Ne, jetzt gehen wir auf... Hä, die haben doch vorhin nur 10 Punkte gegeben, oder habe ich irgendwelche Hallos gehabt? Hä? Oh Gott, ey. Ich habe auf jeden Fall ziemlich viel übersehen. Und das ist eine ziemlich dünne Kante da. Mann. Ich habe jetzt extra voll viel übersehen, weil ich dachte einfach, die Raketen wären unnütz. Das ist echt nicht lustig. Vor allem darf ich jetzt hier an das Gebiet nochmal überall vorbeigehen. Dass es diesmal nur ein bisschen schwieriger ist. Aber egal. Ich habe hier eh noch ein paar Sachen übersehen, ne? So, 75% eingefärbt. Da haben wir noch mehr Raketen. Oh Gott. Das war hier vorne. Na komm. Danke. So. Hier noch zwei Dinge. Ich hoffe mal, hier unten habe ich die Raketen alle. Nein, habe ich natürlich nicht. Warum auch? Ich meine, immerhin sind es nur Raketen, ne? Und von denen gibt es hier echt gerade nicht wenig. Ah! Mich hat es voll zerploppt. Shit, Mann. Oh je, da haben wir ein Leben verloren vor dem, wovor ich mich am meisten gefürchtet hatte. Runterfallen. Alter Schwede. Das geht schneller, als man denkt. Das Schiff ist ja auch jetzt an der Seite nicht unbedingt großartig, ne? Also, großartig sage ich schon. Groß. So. Gibt es hier Raketen? Da gibt es auch Raketen. Die haben alle liegen gelassen, weil ich die echt als 10 Punkte gewertet hatte. Komisch. So, die sind aber angemalt, die sind nämlich lila. Ja, das bringt nur 10 Punkte. Gut, dann können wir jetzt auch weitergehen, nachdem ich da oben das Zelt angemalt habe. Wenn ich da mal... Wenn ich da mal hochkomme in 100 Jahren! Hallo? Der will ja nicht springen! Hallo! Wenn ich runtergehe, will er nicht springen. Danke. Ich muss einfach nur ein bisschen mehr Anlauf holen, okay.
Da gibt zwar keinen Sinn, warum der Anlauf braucht, aber okay. So. Wir wollen Genosse Schwarz aufhalten. In dem wunderschönen Level, was einen wunderschönen, eine wunderschöne Tapete hat und mit Sternen bepflückt, sieht das alles noch viel besser aus. Ja, aber guckt euch das mal an, ey. So, da oben ist noch eine Tür. Grün. Als blau und... So. Haben wir hier irgendwas versteckt? Die Antwort lautet... Nein, haben wir nicht. Jetzt weiß ich auch, warum es keine Aufgaben mehr gibt. Das ist jetzt eine Grundaufgabe, die man hier einfach erfüllen muss. Hoffe ich auf jeden Fall. Mein Gott, das ist echt eine blöde Steuerung hier. Na komm. Danke. Will ja auch hier nichts übersehen, ne? Das ist ja hier zum Beispiel. Da unten... Was ist denn... Hä? War ich da schon? Hä? Will ich da unten überhaupt hin? Oder will ich erst später dahin? Ich gehe erstmal später dahin. Ich denke mal... Ich denke mir einfach gerade... Oh Gott, da sind drei Türme! Da sind drei Türme! Da sind einfach mal drei Türme! So, ein paar Raketen wieder am Main. Wisst ihr aber, wie wir zu Raketen stehen? Nein, hör auf, meine Raketen umzufärben. Dann haben wir eigentlich auch noch. Der Part ist auch gleich schon vorbei. Wow, ich bin länger auf dem Raumschiff, als ich dachte. So. Sind zwar nur noch mit, 15 Farbpunkten ausgefüllt, aber macht nichts. So. Haben wir hier was versteckt? Hier ist wieder so ein komisches Zeichen drin. Kommst du? Bap. So, ich wette mit euch, hier geht hier der Rand wieder. Der großartige Rand geht jetzt wieder frei. Das wäre natürlich wieder voll typisch für das Spiel. So. Haben auf jeden Fall schon mal ziemlich viel geschafft jetzt hier. Ja, genau. Oder so in der Art halt. Wow. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich? Lila. Lila, wo kriegen wir denn Rot her? Wo kriegen wir denn Rot her? So, da habe ich auch gerade, glaube ich, ein Zeichen gesehen, wenn ich richtig gesehen habe. Ne, habe ich nicht. Okay, das war vielleicht doch nur die 30. So, damit wäre auf jeden Fall schon mal so viel fertig. Jetzt würde ich gerne wissen, jetzt haben wir jetzt zwei Wege, ne? Oder? Wo geht's hier runter? Hier geht's runter. Kommen wir hier hin? Ja, hier kann man hin. Hier ist auch wieder ziemlich viel zum Anmalen. Alter, so langsam. Das Level ist ziemlich gigantisch. Vor allem, wir sind meistens, waren wir ja immer nach zwei, drei Parts, also spätestens nach dem dritten Part, oder im dritten Part mittendrin, jetzt haben wir angefangen zurückzugehen und alles einzufärben. Das sieht noch lange nicht so aus, als wenn wir so weit wären. Hä? Wer ist denn behindert und opfert sein Leben für 60 Sekunden? Wie behindert ist das denn gemacht? Sorry, aber... So... Die Frage, die ich trotzdem noch stelle, was war da oben mit dem Z-Sprung gemacht? Da muss ja auch irgendwas sein. Man macht ja nicht umsonst irgendwas dahin. Hm, wir opfern trotzdem unser Leben dafür. Ah, 60 Sekunden! Ich finde das trotzdem nicht angenehm. Ich hasse es, immer wieder darunter zu gehen. So. Wie viel ist hier noch? Da ist auf jeden Fall so ein, Gegner. Spender. Die sollten wir am besten komplett ignorieren, weil er auch nur Zeit frisst. Auch wenn er so viele Gegner macht, wie er will, aber im Endeffekt bringt das ja gar nichts, wenn wir darauf eingehen. So. So noch, und dann geht's weiter. Adios! V
weiß trotzdem noch nicht, was mir das hier bringt, wenn ich hier bin. Ein Zeichen. Und schon hat sich die Reise gelohnt. Dann habe ich doch vorhin ein Zeichen gesehen. Aber ich glaube, das war nicht das, was ich gesehen habe. Hab ein bisschen Respekt vor den Löchern hier. Oh Gott, da ist ein Turm. Oh Gott, sie haben mich geschlagen. Oh je. Warum hat die eigentlich über Wasser? Das ist doch voll dämlich für die eigentlich. Guck auf die Uhr. Das letzte Stück, was wir heute machen, ist nur noch das hier. Danach gehen wir erstmal eine Pause machen. Denn es sind 20 Minuten sind geschafft und ich meine, hallo, 20 Minuten. Ne, 20 Minuten ist eine Menge Zeit. So, ich will erstmal den Gefechtsturm loswerden und dann die dicken Dinger hier. So. Wir wurden gerade doch zum ersten Mal von so einem Typen getroffen, ne? Hat echt lange gedauert, bis wir getroffen wurden. Wir haben echt alle Punkte ausgegeben. Das war richtig riskant. So. Aber es ist hier auch ziemlich viel zum Anmalen, ne? Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es noch viel ist, bis wir die 100% haben. Also es wäre echt verflucht, wenn das noch so viel ist. Ja doch, das wäre echt verflucht. So, wir sammeln noch ein bisschen blau, ein bisschen gelb. Das war knapp. Scheiß auf Knappheit. Knappheit wird überbewertet. Mich hat schon wieder einer geschlagen. Nein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Das war knapp. Das war knapp. Das war richtig knapp, ey. Alter Schwede. Ich werde jetzt wenigstens noch das Gebiet hier abhaken. So. Mein Gott. Das nervt mich gerade ein bisschen, dass hier so viel los ist. Ja, ja, komm, übertreibt es doch mal. Und irgendjemand schießt da auch auf mich. So. Ich möchte den Part beenden, Leute. Alter, ihr seid richtige Nervensägen, ey. Och, guck mal da oben. An der Turmecke. So. Ich glaube, den Standpunkt nehmen wir und gucken mal an, was wir alles noch brauchen. Oh, 9% noch. Wir sind fast fertig. Haben auch fast alles. 3 Muster noch, ein Transformer und ein Wahrzeichen. Gut. Im nächsten Part, das große Finale von The Blob. Wer weiß es? Ich werde es rausfinden. Bis dahin erstmal danke fürs Reinschalten und Masala Vista, Baby.